meine Lieben. Ich fahre los. Kleine Motorradrunde mit Grillplatzerkundung. Grillplatz liegt bei Kaufbeuren. Naja, egal. Aber ich möchte wissen, ob man da wieder hin kann, weil da könnte dann noch was anderes kommen. Mein Rucksack habe ich wieder mal viel zu voll gepackt, obwohl ich bloß ganz wenig dabei habe. Mein kleines Täschchen habe ich, mein Tankrucksack habe ich dabei. Ja, Helm auf, Handschuhe an und dann fahre ich los und wir sehen uns dann wieder, wenn ich am besagten Platz bin, weil während dem Fahren geht ja gar nicht, dass ich da was filme. Dieser Mann hat sich das alles hier verändert. Boah. So, da steht mein Moppel. Da hinten kann ich mich erinnern, dass noch alles höhere Bäume waren. Das ist aber schon lange, 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 lange her, Leute. Oh Mann. Dann bin ich über diesen Damm da, von da hinten, von der Kurve weg, da auf dem Damm raufgefahren. Blub, 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 bis genau in die Kurve rein. Ja, und da ist damals oben das Auto gestanden, wächst der Musik. Oh, und jetzt schaue ich mir mal das Eck da an. Ob das noch so ist, wie ich das in Erinnerung habe. Aber, ja, ich sagte ja schon, da fehlen die Bäume. Also hier hat sich einiges verändert. So ein Mist. Aber deswegen latsche ich jetzt trotzdem mal dahinter. Und ja, hoffe nun mal, dass ich da meine Würstle machen kann. Tja, wenn nicht, drei, vier einfach weiter und schnapp mal einen von meinen Weberkugeln. Das ist mir dann auch wurscht. Ganz genau. Dann heize ich die Weberkugel an für zwei Würstle. egal. So. Ja, ja, lang ist's her hier. So. Ich bin ja jetzt echt gespannt. Schauen wir mal da hoch jetzt. Das ist lang nicht mehr das, was es früher auch mal war. Nee. Alles zugewuchert und bäh. Hier ungefähr bin ich dann mit meinem Auto gestanden, ja. Oh Mann. Nee, da habe ich keinen Bock runter zu latschen. Doch, da ist ein Weg. Jetzt schaue ich es mir doch ganz an. Hier ist nichts mehr, wie es einmal war. Nee. Schade, schade, schade. Sorry, Alexander. Das wäre der Platz gewesen, was ich gemeint habe. Aber nichts ist mehr, wie es einmal war. Kann man vergessen, kann man abhaken. Ja, ich schaue jetzt noch zum Kumpel vorbei, ob der da ist. Und danach fahre ich zu meinen Eltern und schnapp mal meine Weberkugel. So mache ich das jetzt. Ja, bis nachher. Ciao, Ikowski. Bis gleich. Scheiße, Mann. Dreck. Mist. Ich bin bei meinen Eltern angekommen. Ich schmeiß jetzt hier mir auf meine Weberkugel. Die haben ja da mal einen Deckel rausgekramt. Meine zwei Caprese-Griller drauf. Naja, vielleicht will meine Mama eine davon. Oder mein Daddy. Ja, was mir gerade passiert ist.
ich habe eine unfreiwillige Cola-Dusche genommen. Man sollte die Flasche Cola, was man aus dem Rucksack raus hat, nicht direkt öffnen oder nicht so schnell öffnen. Naja, egal. Kohlen anfeuern, Gitter drauf, Würstchen drauf, grillen, essen, fertig, weiter. Mann, man sollte auch Aufnahme drücken. Naja, die Sonne heute wieder. Oh, Leute, ganz einfaches Grillen heute. Ohne Schickimicki, ohne Pipapo, einfach zwei Bratwürste. Hier hardcore draufgeschmissen, gewartet, bis sie fertig sind. Da bin ich. Bis sie fertig sind und dann essen. Also ich mache hier jetzt absolut keinen Aufriss. Jetzt geht es ja schon warm von der Sonne. Oh, Scheißdreck, Mann. Aua, aua. Nee, okay. Kohlen und jetzt die Bratwürste drauf. Wo habe ich sie denn hingeschmissen? Da sind sie. Oh, oh, sind die schön kühl. Oh, boah. Ich schmelze hier dahin, Leute. Unter dem Helm war es natürlich auch nicht gerade so rosig. Die ganze Zeit über 100 Kilometer gefahren. Ja, ich fuchtel halt hier jetzt mit der Kamera ein bisschen rum. Ja, und die schmeiße ich hier jetzt einfach drauf. Oh, da sind sie, da sind sie, da sind sie. So. Dann schnappe ich mir hier meine Mini-Machete und mit der drehe ich, mit dem drehe ich dann die Würstle um. So einfach mache ich mir das heute. Ohne Aufriss, ohne alles. Ganz einfach. Jawohl. Ich zeige es euch natürlich, wenn sie dann fertig sind. Oh, ich hoffe, dass die Sonne jetzt nicht immer so reingeblendet hat ins Video, dass man es halbwegs sehen kann. Oh, da, Leute, da läuft schon der Käse raus. Scheiße, dass ich sie noch hochkant stellen kann. Und dann sind sie auch schon fast bald gleich fertig. Und ich kann endlich essen. Juhu. Oh Mann, ich habe bloß keine Grillzange hier, habe ich festgestellt. Naja, gut. So, vielleicht dann noch von der anderen Seite. Oh, lecker, 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 lecker. Dann würde ich mal sagen, meine Würste sind soweit fertig. Die nehme ich mir jetzt einfach hier runter. Vor dem Essen lasse ich sie wahrscheinlich erst wieder auskühlen. Weil sonst verbrenne ich mal wieder so dermaßen, mein Gosch, dass alles zu spät ist. Oh, jetzt muss ich erstmal meine Semmel finden. Die habe ich mir gefunden und mir jetzt erst einmal so auseinandergeschnitten. Oh, das ist jetzt alles so blöd, ohne Stativ, ohne alles. Moment, Moment. Ich hole mal meine Mama, die soll die Cam halten. Mir jetzt die Cam halten. Was? Du siehst nicht, du einfach so halten, du siehst nicht, was du filmst. Du musst hier ungefähr über die Linse anpeilen, was du filmst. Aha. So, gut. Dann habe ich jetzt eine Kameramama im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht gut aus, wie du filmst. Warte. So. Aua, 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 heiß. Ganz heiß. So, Messer kurz ein bisschen abwischen. Eine Wursthälfte so rein, eine Wursthälfte so rein. Leute, ich habe eine neue Version, wie man Würstchen servieren kann. Ja. Senf hast du vergessen. Bleib bloß nicht, halt, bisschen tiefer, eher so. So, dann hauen wir noch ein klein bisschen Senf drauf. Wäre ja eigentlich nicht nötig bei den Würsten, das wissen wir ja noch vom letzten Mal an der Donau. Aber warum nicht? Deine andere Hand her. Bitte schön, das ist deine. Oh, ich esse keine. Doch, du isst eine. So. Und ich lasse mir die hier jetzt schmecken. Und das nimmst du mal wieder ab. Einfach keine Wurst von mir essen. Ich glaub's ja gar nicht.
So. Aber sieht doch mal ganz witzig aus, so eine Bratwurst serviert. Die sieht aber frei auch riecht lecker. Die ist auch lecker. Ja. Vorsicht, die ist verdammt heiß. Durch den Käse innen drin. Da kommt sie ja auch. In der Hitze muss man wohl spielen. Oh, geil. Leute, ich esse jetzt mein Würstchen, mein Bratwürstle, mein Caprese-Griller. Ja, und dann schaue ich mal weiter, was ich noch so heute mache. Wir sehen uns. Tja, Leute, meine Fahrt hat ein jähes Ende genommen in einer Ausfahrt. Ich wollte jetzt eigentlich noch zum Brülleimer fahren. Funktioniert nicht mehr. Mich hat es in der Kurve da unten sauber gelegt. Und warum? Weil irgend so ein blöder Dreckspisser seine Red Bulldose aus dem Fenster geschmissen hat. Auf der bin ich weggerutscht. Ja, richtig gehört. Auf einer verschissenen scheiß Red Bulldose. Ich könnte so kotzen. Ich könnte echt kotzen. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So, jetzt hoffe ich, dass ich bald abgeholt werde. Naja, scheiße. Wenn ich irgendwann noch mal jemanden sehe, der eine Dose oder was aus dem Auto rausschmeißt in der Ausfahrt, ich glaube, den ziehe ich raus und haue ich kaputt. So, ich lasse das Moped jetzt da vorne stehen. Da sitzt dann der Alex, wenn er kommt. Der ist schon unterwegs mit dem Anhänger. Und gehe jetzt mal in dahinter, weil da ist ein bisschen Schatten. Ich habe nichts mehr zum Trinken dabei. Ich bin schier am Verdursten. Es ist grausam. Aber wisst ihr, was ironisch ist? Hier hätte ich jetzt schön meine Kohlen anfeuern können und meine Würstchen grillen können. Oh, scheiße, Mann. Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. So, mein Handy tutet. Mal gucken, wer was von mir will. So, Freunde, meine Hilfe ist da, Gott sei Dank. Da, Alex schwitzt genauso wie ich. Oh Mann. Ja, jetzt bringen wir das Moped zu mir. Alex meint bloß Verkleidungsscheiße. Naja, schau mal, ob ich das wieder hinbringe. Da stehst du, süße Kamera. Das ist mein Mini-Pringel. Servus, Jungs und Mädels. Ja, muss ja gucken, dass ich Teile organisiere. Aber am Samstag ist alles erledigt. Alles scheiße, deine Emma. So Leute, auch wenn es eine Red Bulldose war, mir sowas von egal. Gerade zu Fleiß habe ich mir noch eine geholt an der Tanke. Mein trauriger Haufen steht da. Da werde ich gleich die Woche anfangen. Alex, dir nochmal vielen Dank. Ciao! Ja. Da werde ich einfach nächste Woche anfangen, das Ding zum Zerreißen. Heute noch eBay Kleinanzeigen, eBay durchforsten, nachteilen. Also Verkleidungsteile brauche ich definitiv. Scheinwerfer. Ja, rein theoretisch Scheinwerfer und die Verkleidungsteile. Und dann könnte das Ding schon wieder sauber dastehen. Ja. Hoffen wir es, dass es dabei bleibt. Also. Alex, der fährt ja schon länger Motorrad, der ist hier noch ein bisschen rumgeguckt und so und hat gesagt, Lenkung ist nichts krumm, Lenker losgelassen und so, ach, was weiß ich, wie man das alles prüft. Er hat gemeint, das ist soweit gut, dem vertraue ich in der Hinsicht. Also nochmal danke, Alex. Und ja, schau ich, dass ich sie wieder auf Vordermann kriege. Hilft ja nichts. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns ein, ja, lustig, trauriges Video dieses Mal. Hilft nichts. Es nimmt kein Ende mit dem Scheißdreck. Was soll's. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.